Dr. Konstantin Korotkow fotografierte mit einer bioelektrographischen Kamera eine Person im Moment seines Todes. Das Foto wurde mit einer weiterentwickelten Technik der Kilian-Fotografie aufgenommen und zeigt in Blau, wie die Lebenskraft der Person den Körper nach und nach verlässt. Laut Dr. Korotkow sind der Nabel und der Kopf die ersten Bereiche des Körpers, die an Lebenskraft verlieren, und die Leistengegend und das Herz verlassen den Körper zum Schluss. Aber wer ist Konstantin Korotkow? Dieser Mann ist Erfinder und Professor für Biophysik an der Staatlichen Technischen Universität von St. Petersburg in Russland. Zudem hält er 17 Patente und ist Autor von 9 Büchern. Seit über 25 Jahren forscht er an der Bioelektrographie, eine Weiterentwicklung der Kilian-Fotografie, die es ermöglicht, die menschliche Seele zu fotografieren. Die Bilder werden an den Computer übertragen, wo sie in Echtzeit mit modernen Computerprogrammen verarbeitet werden. Somit kann eine energetische Diagnose der verschiedenen Körperteile dargestellt werden. Dr. Korotkow und sein Forscherteam haben eine Kamera entwickelt, die nicht nur die Energiefelder fotografisch darstellen kann, sondern auch Krankheiten wie Krebs aufzeigt bzw. die Krankheit der fotografischen Person sichtbar macht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertrat der russische Wissenschaftler Alexander Gurwitsch die Idee, dass alles durch ein biologisches Feld reguliert wird. In einem biologischen Feld gibt es elektromagnetische und gravitorische Felder sowie Molekularfelder und zu einem gewissen Grad Felder von unbekannten Parametern. Das biologische Feld eines Lebewesens, welches auch als seine Aura oder sein energetisches Feld bekannt ist, ist eine unsichtbare Struktur, die ein einzigartiges und einheitliches System schaffen kann. Die Spezialkamera funktioniert auf der Quantenebene und kann uns somit über das Quantenfeld eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze und über seine biologischen Funktionen informieren. Die Quantenebene reagiert sehr empfindlich auf physikalische, mentale, emotionale und spirituelle Energie. Das ist der Grund, warum die Kamera sensibel auf die verschiedenen Ebenen eines funktionierenden Organismus reagiert. Die Kamera stellt ein hochintensives elektrisches Feld um die Fingerspitzen oder um eine Pflanze herum dar. Das elektrische Feld erzeugt um das Projekt eine sichtbare, glänzende Gasentladung. Mit dem Gerät konnten die Wissenschaftler aufzeigen, welche Wirkung Wasser, Lebensmittel und sogar kosmetische Produkte auf unser bioenergetisches Feld hat. Demnach sollten wir Quellwasser und Bio-Lebensmittel bevorzugen. Dr. Korotkow spricht auch über Messungen, die mit der Kamera an energiegeladenen Orten durchgeführt worden sind und welchen Einfluss manche Menschen auf das bioenergetische Feld anderer haben. Dies würde auch zu Rupert Sheldrakes Experiment zum Gefühl angestarrt zu werden passen, da das bioenergetische Feld eines Menschen sich verändert, wenn eine andere Person seine Aufmerksamkeit auf sie richtet, selbst wenn sie hinter ihm steht und man sich dessen nicht bewusst ist. Die Felder eines Ortes verändern sich auch, wenn eine Konzentration von Menschen herrscht. Dr. Korotkow ist sehr zuversichtlich, was die Zukunft dieses neuen wissenschaftlichen Feldes anbelangt, in dem er Pionier ist. In einigen russischen Schulen wird den Kindern beigebracht, die Energie nicht als etwas Abstraktes zu sehen, sondern als etwas, das man erkennen und messen kann. Eines der größten Vorteile dieses Gerätes ist, Krankheiten wie Krebs zu erkennen. Die angewandte GDV-Technologie, Gasentladungsvisualisationstechnik, ermöglicht das Ungleichgewicht eines jeden Einzelnen zu erkennen und erleichtert die Diagnose, da es die Energie der Körperorgane zeigt, die an dieser Störung beteiligt sind. Die unglaublichen Implikationen für die Diagnose und Behandlung von physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Zuständen mit Anwendung in Medizin, Psychologie, Klangtherapie, Biophysik, Genetik, Forensik, Landwirtschaft, Ökologie haben gerade erst begonnen. Vor vielen Jahren wurden Pflanzen, die mit der Kilian-Technik fotografiert worden sind, in amerikanischen Zeitschriften veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigten ein beschnittenes Blatt, an dem die Bildung eines Geisterblattes gut zu erkennen war, das als Schein den fehlenden Teil des Blattes ersetzte. Mehrere Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Pflanzen im Inneren verschiedene Zellen enthalten, die im selben Feld leben und ein Ganzes bilden.
Pflanzen haben ihr eigenes Leben, reagieren, kommunizieren, interagieren mit ihrer Umwelt und mit allem Leben. Dr. Korotkow sagt, dass sie bei einem Experiment Gruppen von Samen während des Keimens alle 6 Stunden gemessen haben und dass anfangs ihr Lichtschimmer sehr schwach war. Aber dann begann das Licht nach und nach zu wachsen und stärker zu werden, bis die Samen anfingen zu keimen und ihr Lichtschimmer unglaublich glänzte. Das hielt bis zu 12 Stunden lang an. Erst dann wurde das Licht wieder schwächer. Das Gerät war in der Lage, die gewaltige Explosion der Energie zu messen, die durch den Samen erzeugt wurde, als er zum neuen Leben erwachte. Auch haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Energie der Pflanzen tagsüber intensiver ist. Sie konnten auch feststellen, wann die Pflanze anfing krank zu werden, weil ihr Glanz sehr ungleich war. Und wenn sie erkrankte, verschwand sogar die Leuchtkraft. In einem der Experimente, die Professor Korotkow und sein Team durchführten, wurden Fluktuationen der Blätter einer Pflanze gemessen, die sich in einem Raum mit einer Gruppe von Menschen befand, die mit unterschiedlichen Emotionen agierten. Dabei wurde festgestellt, dass die Messungen für jede Emotion unterschiedlich ausfielen. Wenn die Absichten gegenüber der Pflanze negativ waren, sank ihr Energiefeld. Und auf der anderen Seite, wenn sie positiv waren, nahm das Energiefeld zu. Das zeigt uns, welche unglaubliche Kraft wir Menschen mit unseren Gefühlen wie der Liebe, Hass, Angst, Glück ausüben. Wir sind nicht nur in der Lage, die Energie der Pflanzen zu beeinflussen, sondern alles, was uns umgibt, wie das Wasser, die Nahrung, andere Menschen oder sogar Situationen. Die Kamera erkennt sogar, welche Pflanze oder welche Blume auf die eine oder andere Person positiver wirkt. Auch wird die Wechselwirkung zwischen dem Energiefeld einer Pflanze und einem Menschen erkannt, das Positive oder das Negative dieser Interaktion, wer der Sender und wer der Empfänger dieser Energie ist und auch, wenn eine Pflanze Energie von einem Menschen braucht oder umgekehrt. Mit der GDV-Technologie kann auch die Wirkung von Drogen, Alkohol, Meditation, elektromagnetische Strahlenbelastung und veränderte Bewusstseinszustände auf den Menschen gemessen werden. Dank der Beobachtung des Energiefeldes kann der Mensch die Bereiche erkennen, in denen die Energie zu niedrig ist. Dadurch kann er seine Denkweise und seine Gewohnheiten ändern, um zukünftig negative Auswirkungen auf den physischen Körper zu vermeiden. Im Nahen Osten gibt es den Glauben, dass, wenn ein Mensch stirbt, die Seele 3 Tage braucht, um den Körper zu verlassen. Sie können recht haben, denn durch dieses Messverfahren kann bei Verstorbenen festgestellt werden, wann sie gestorben sind. Auch konnte dabei beobachtet werden, dass die Energie eines Menschen bei einem natürlichen Tod 32 Stunden braucht, um ganz zu verschwinden, 74 Stunden im Fall von einem gewaltsamen Tod und schließlich bis zu einer Woche bei einem Selbstmord. Dieses Gerät ist auch in der Lage, mit speziellen Sensoren die verschiedenen Energiefelder der Erde zu messen. In der Zukunft wird es möglich sein, die Energiefelder der heiligen Orte zu messen, um herauszufinden, wie sie mit dem menschlichen Leben zusammenhängen. Und alles basiert auf den Ideen der Energiefelder und Quantenenergien. Alle Menschen bilden den gleichen Organismus, was wir Menschheit nennen. Die Menschheit bildet zusammen mit den Pflanzen und Tieren einen Organismus, ein lebendiges Wesen namens Erde. Viele Forscher verschiedenster Länder sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neues Verständnis zur Realität entsteht. Obwohl die Medizin das Leben meistens als eine feste Struktur ansieht, lassen uns durchgeführte Studien mit diesem Gerät die Realität als ein Netzwerk aus Energie und Feldern, das sich ständig bewegt und verändert, wahrnehmen und das sich auf die ganze Welt erstreckt. Die Energien umfassen alles, Körper, Geist und Seele. Alles, was uns umgibt, ist Energie, nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch Mineralien. Alles Existierende hat Energie. Wir sind Teil eines wundervollen Lebewesens, das Erde genannt wird. Deshalb können wir unsere Welt und alles, was uns umgibt, auf eine besondere Art sehen, nämlich vom Standpunkt der Energien aus betrachtet. Dies eröffnet uns einen neuen Weg, damit wir alle die Realität des Lebens verstehen.